Neue Runde Dota 2. Your magic ends here, sagt der Anti-Mage. Schauen wir mal, wo die Magie endet. Offlane gegen den Timbersaw. Ja, Anti-Mage wollte ich gar nicht spielen. Da gab es einen kleinen Fehler jetzt mit dem neuen Pickscreen. Da kann man ja mitten im Pickscreen Sachen eingeben. Ich wollte einen ganz anderen Helden spielen. Und hat das nicht so schnell geupdatet. Ich habe den Namen eingegeben, draufgeklickt und sofort auswählen. Und er hat das nicht so schnell geupdatet. Sodass der Anti-Mage, den ich vorher bannen wollte und deswegen noch ausgewählt war, ausgewählt wurde. Go to the top rune, Shadow Fiend. It's nearer to mid. This one, my brethren, is in the bag. Okay. Jetzt habe ich einen Anti-Mage, ja. Kein so tolles Spiel für einen Anti-Mage. Ist okay. Legion Commander nervt immer, aber mein Gott. Ich will ganz gerne eigentlich das neue Aghanims bauen, aber in diesem Spiel ist das neue Aghanims nicht gut. Weil, wenn ich es gegen Legion Commander tatsächlich einsetze, oder das deswegen baue, warum ich ja sonst manchmal kein... ich baue manchmal sonst Lincolns so rum gegen Legion Commander. Und Aghanims ist praktisch... Okay. Ist praktisch... Kann auch keinen Satz zu Ende bringen heute. Lincolns und Octarine Core zusammen. Nicht Octarine Core, Lotus Orb. Bin ich eigentlich ein bisschen blöd heute schon wieder? Die Antwort ist ja. Spoiler-Alarm. Also Lincolns und Lotus Orb, so rum. Dann blocke ich erst das Duell von Legion Commander... Mach auch dann selber ein Duell auf Legion Commander. Das hilft mir also gar nichts. Das ist total bescheuert. So, gleich ein bisschen Mana mitnehmen. Na, der Omni macht das ganz gut. Okay. So, ruhig ein bisschen Mana burnen immer. Danach wieder zurück. Wenn ich einen guten Start habe, dann ist Legion Commander auch nicht wirklich gefährlich für mich. Also in der Kombination eventuell schon mit anderen Helden. Das natürlich trotzdem. Aber... Sauber. Schade, hat er sogar noch wieder Mana gehabt, die Sau. Jetzt hat ein paar Laser zerpasst, aber wenn er seine XP so niedrig behält. Come here, I give you a Tango. Just heal me. Or yourself. Good job. So, jetzt kann ich auch gleich mal einkaufen gehen, solche Boots holen, die das Leben ein bisschen leichter machen würden. Jetzt hat er seine Mangos verfressen, ich glaube beide schon. So, jetzt will ich ruhig ein bisschen Mana burnen. Regenerieren. So. So, müssen wir wieder weiter
regenerieren. In diesem Fall sind da relativ viele hier. Lass ich den Omni damit auch mal alleine. Kann sich noch nicht zu viel tanken. Ich brauche auch gleich mal meinen Voidstone. Können wir auch das Katapult jetzt hier rausnehmen. Okay, das geht schon. Ey, die Bäume hier. Das ist ja sehr furchtbar. Das hat keinen Überblick. Eins jetzt. Und dass wir das First Blood geholt haben. Am Anfang hat man früher vor 7-0 schon ganz gerne auch mal Stats mitgeskillt auf Anti-Mage. Das fällt jetzt natürlich flach. Das heißt, am Anfang wird ein bisschen weniger HP und so weiter haben. What sort of price is this? Well gotten gains. Da muss man ein bisschen drauf achten. Kann ich auch mal langsam das Katapult mit bearbeiten. Dass wir das mit wegnehmen. Und dann gibt es die Boots. Das funktioniert jetzt irgendwie besser. Ich hätte oft vorher, wenn ich zum Shop gelaufen bin, hat schon diesen Shop-Sound gehabt. Und dann habe ich was gekauft, Boots zum Beispiel im Side-Shop. Und dann waren die trotzdem in der Base dann im Lager, wo man den Sound schon hat. Das war ein bisschen komisch. Das geht jetzt besser, finde ich. Kann aber natürlich auch Einbildung sein. Ich glaube, ich werde mir hier einen Purmen-Shield holen. Das ist auch gegen Sniper ziemlich gut. ...2-1, werde ich mal ruhig auch ein bisschen die Lane pushen hier zwischendurch. Und dann halt die Creeps im Jungle machen. Okay, das ist schon gestackt, dann stack ich mir das nochmal. Wenn ich ein Battlefield habe. Guck gerade ein bisschen, wie die Spawnbox geht. Dann pulle ich die, glaube ich, am ehesten nach oben raus hier. Gucken, dass der Timber die sich nicht holt. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Das verpasse ich. Depp. Nicht Depp, ich. Ist der Timber jetzt weg hier? Man sieht ihn nicht woanders. Battle Fury ist schon das Item der Wahl. Bei 8 Minuten kann ich eh nicht stacken, von daher muss ich mich da jetzt gar nicht drum kümmern. ...3-1. Okay. 1-1-1 für den Treant.
1-0-1 für Mirana, 1-0 für mich, für den Omni 0-2. Also 0-0-2, nicht 0-2. Sehr schön. Genug Mana geburnt in der Zeit. Dann war es das mit dem Timber. Genau an der Kante stehen. Super. Ich jetzt mal das Claymore haben und mir das Broadsword im Sideshop holen, dann habe ich bald meine Battle Fury. Schade, ich will auch ganz gerne neue Items zeigen, aber Aghanims in dem Spiel ist echt nicht gut. Naja, heil du mal. Einmal Spell Shield mit, kann ich Schaden, einmal eine defensive Variante mitzuhaben. Das habe ich bald. Ja, Level 10, 20 Schaden oder 6 Stärke. Das ist die Frage halt, wie es läuft. Stärke geht auch auf Mantastar Illusions, reiner Schaden nicht. Es wird wieder ein gutes Battle Fury Timing, 11 Minuten. Ich stack mir die sogar nochmal. Gucken, ob es klappt. Ich denke, man kann die wieder am besten nach oben ziehen. So ein bisschen früher, wenn es so viele sind. Dafür brauche ich ja schon meine Treads, sonst machen die mir zu viel Schaden. Wahrscheinlich Treads und obwohl es so gut läuft, fühlt sich so ein Turmenschild irgendwie auch ein bisschen an, als wäre es Verschwendung. Oh, weißt du was, wir sind ein bisschen greedy. 20 Schaden. Kein Quatsch mehr hier. 20 Schaden ist schon nochmal ordentlich mehr. Vor allem, da ich hier schon am Split pushen bin. Und farmen. Okay, läuft. Kann mir auch einen Sideshop holen dann. Dota Kaiser fragt gerade mit Quelling Plate. Das lohnt sich am Anfang immer noch. Später ist halt nicht mehr so eine riesen Verbesserung, wie es vorher war. Aber ist auch jetzt im Early Game ist Quelling Plate eigentlich das gleiche wie vorher. Es macht keinen großen Unterschied. Von daher. Hallo, hä? Warum spinnt zwischendurch, wenn man einen Angriff-Move irgendwo hin macht, dann.
tower is under attack. Egal. So, Mentor-Style als nächstes. Im Jungle bewege ich mich auch noch manchmal komisch. Ganz oft noch daneben. Das passiert mir echt. Das passiert bei Runen, das passiert mir beim Aegis. Und das passiert mir manchmal so. Ich weiß nicht genau, warum ich daneben klicke. Oder was genau dafür ausschlaggebend ist. Was ein bisschen bescheuert irgendwie. Ich klicke neben Creeps, neben Runen, neben Aegis. Muss immer aufpassen, dass jetzt ja auch zu den Schreien teleportieren können und damit manche hinter einem auftauchen, wenn man gar nicht damit rechnet. So, nicht in der Spawnbox stehen. So, können wir schon das nächste Talent überlegen. Angriffstempo oder Lebenspunkte? 250 Lebenspunkte. Angriffstempo geht halt auch auf Illusions, also auch Raw. Attack Speed, im Gegensatz zum Damage. 6 Stärke und 120 wäre die Hälfte halt gewesen. Schwierig zu sagen irgendwie. Wenn ich mich normal entscheiden müsste, würde ich vielleicht einfach auf 6 Stärke und dann Attack Speed gehen. Vielleicht weil es auch für die Illusions ist. Und halt auch Mana Burn verbessert, sozusagen. Da hat die TA sich teleportiert. Bei 50 Lebenspunkte kann ich schon echt gut gebrauchen, so ist nicht. Machen wir das und dann 10 auf alle Attribute sind 200 HP. Weil ich eh in Battle Fury baue. In dem Spiel. Kannst du mal überlegen. Tis mine. So. Schluss jetzt. Akrosau for the win. Aber ich glaube, beim nächsten Mal würde ich beim ersten Mal 6 Stärke nehmen statt 20 Schaden und dann trotzdem Angriffstempo. Schon ein bisschen wenig HP, der gute Mann. Reiner Schaden ist halt nicht so. Ist nicht schlecht jetzt, aber auch nicht so geil. Mir halt einen Wolf, wie man das halt mit Anti-Mage so machen soll. Stopp, wenn der Kurier gerade da war, hole ich mal noch meinen Ultimate Orb mit.
200 Mal. Ja, stopp mal, machen wir es mal so. Sollen wir den Scheiß gleich mitbringen, wenn schon. Brauchte ich nicht an meinen Ulti verwenden gerade. Die Ancients habe ich gerade gekillt. Wir müssen auch erst respawnen in ein paar Sekündchen. Mal gucken, dass ich nicht in einer blöden Spawnbox stehe. Okay, ganz gutes Timing auf dem. Auf dem Manta-Style unter 20 Minuten. Lüxen fragt, wie es mit dem Büssel aussieht. Büssel ist ebenfalls sehr gut. Wird in diesem Spiel auch auf jeden Fall kommen. Die Frage ist halt vom Timing genau wann. Ich würde sagen, könnte gut sein, dass ich sogar erst aufs Butterfly gehe. Okay, ich habe kein TP, sollte ich mir auch mal holen. Hä? Das ist auch schon wieder so eine komische Aktion gerade. TA ist unten, den Rest sieht man nicht. Sniper ist oben. Sniper ist top. Aber wö. Okay. Sehr schön. Das sieht dann in einem vernünftigen Spiel aus. Nicht vernünftig hieß es einfach. Ich habe 18 Minuten lang fast nur Creeps vor mir und dann 20 Minuten lang fast nur Creeps vor mir und dann beenden wir das Spiel. Kann ich mit leben. Ist nicht besonders spannend, aber let's take the shrine. Den auch mal mitnehmen. Wie? Achso, never mind. Mitte ist still up. So, hä? Meepmurp? Warum denn Meepmurp? Deshalb Meepmurp. Ja, mit dem Ulti noch. Dem Spiel gehe ich einfach stumpf auf einen Butterfly als nächstes. Mehr Push. Ich will gar nicht irgendwie den Pick-Off unbedingt haben. Oder was auch immer. Ich will einfach nur Damage machen. Ja, zu lange in der
Spawnbox gestanden. Bisschen HP, sag ich schon, ein bisschen Mana. Wieder regenerieren. Wieder ein bisschen zu Fuß. Über Krebs Kord fragt, welche Maus ich habe. Ich habe die G500 von Logitech. Mit der sehr zufrieden. Ich hole mir jetzt auch mal ein TP ruhig mit. Ist jetzt auch nicht so verkehrt, mal was dabei zu haben. Let me take it. Nehmen wir das ruhig mal. Und dann pushen wir ein bisschen die Mitte. War jetzt nicht dazu geeignet, sie lange abzulenken. Dafür ist der Omni ein bisschen zu schnell gestorben. Jetzt igeln sie sich da ein bisschen ein. Müssen halt warten. Was ist das nächste Talent? Achso, 10 auf alle Attribute gehe ich da, weil ich natürlich eh schon Butterfly baue. Ausweichen ist rein von den... Wenn ich jetzt kein Butterfly bauen würde, dann würde ich wahrscheinlich... Okay, alle fehlen da. Dann würde ich wahrscheinlich eher auf Ausweichen gehen, weil Ausweichen schon sehr stark ist, aber Butterfly ist zu gut. Und den Einzelnen lassen wir ihn hier ruhig mal stehen. Schrein mal ab. Okay, so, her mit dem Butterfly. Danke. Muss ein bisschen Tower Damage mal unterbringen zwischendurch. Jetzt kill the shrine. Kannst du ja nicht in unseren Rücken tippen. Immer relativ wichtig. Und let's take Roche next. Den Schrein ist schon echt praktisch. Ehrlich, alleine den Rush verhaue, schon ein bisschen bitter. Ich habe schon wieder Stun.
Und als nächstes wäre dann schon das Abyssal Blade. Die Wahl ist einfach sehr, sehr stark. So, wir pushen mal die, halten auch die Waves jetzt an der Base, dass die Creeps immer da sind. Kein Mana mehr auf Legion Commander. Wie viel Schaden macht das genau? Okay, das war ein bisschen komisch verzögert. Vorbei, würde ich sagen. Ja, bitteres Spiel. 25 werde ich nicht mehr. 25 Agility nochmal drauf wäre auch Schwachsinn gewesen. Allein vom Damage her. Und vom Attack Speed vor allem. Gebäude noch mitnehmen. Na, die machen nur 5 Schaden. Das ist schon echt nicht viel. Wurde nochmal der Schaden von Illusions auf Gebäuden wurde nochmal runtergesetzt. Ja, so soll das aber auch sein, wenn man als Position One Free Farm hat, dann hat man halt auch einfach seine Rolle zu erfüllen und vernünftig zu farmen und dann halt auch entsprechend beizutragen. Das ist immer das Ärgerliche sonst, wenn man im eigenen Team einen Free Farm Carry hat und der dann halt nichts reißt, dann kann man sich ein bisschen ärgern. In diesem Fall ging es ja ganz gut. Mit dem Anti-Mage. Ja, ich muss gerade noch ein bisschen an, itemmäßig. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, wenn das Spiel halt so recht ausgeglichen ist oder so ein bisschen so ein Hin und Her, dann kann es gegen Legion Commander recht nervig werden oder ein paar andere. Aber es war halt nicht der Fall, ich hatte einfach meine Lane. Wir konnten am Anfang den Timber ordentlich unter Druck setzen, hat der Omni gut gespielt. Auch ja ganz angenehm, jemand, der gut in der Lane spielt, kriegt der Omni mal einen Daumen nach oben, einfach angenehm mit ihm in der Lane was zu machen. Und gucken wir es nochmal an hier. Vom Schaden war ich trotzdem gar nicht so schlecht mit 10.000. Gebäudeschaden natürlich war das, worauf ich mich vor allem konzentriert habe. Zu Split-Pushen dann. Und hier mit dem Plus sieht man immer die Talente. Was, das sieht auch noch ein bisschen komisch aus, was früher das Plus-Stats war, sind jetzt immer dann die Talente. Können Sie vielleicht auch nochmal was Neues einführen, damit das ein bisschen schöner aussieht. Na gut. Kein spannendes, aber einfach ein angenehmes Anti-Mage-Spiel.